Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, der Whisky-Wikinger aus dem Slawendorf Neustrelitz. Und nicht wundern, Paul ist heute nicht dabei. Paul kuriert gerade eine Erkältung aus, riecht und schmeckt nichts. Und dann macht eine Whisky-Verkostung einfach keinen Sinn. Ne? Unabhängig davon habe ich euch heute einen Whisky mitgebracht, der für meinen Kanal im Prinzip eine Premiere darstellt. Es handelt sich um einen Bourbon, amerikanischen Whisky, den Eagle Rare mit 10 Jahren aus der Buffalo Trace Distille in Frankfort, Kentucky. Dieser Bourbon besteht aus Mais und aus Roggen, nur aus diesen zwei Getreidearten. Das Mischungsverhältnis kann ich euch nicht sagen. Damit es ein Bourbon ist, wisst ihr, muss er ja mindestens aus 51% Mais bestehen. Wie viel letzten Endes dabei ist, weiß ich nicht. 10 Jahre ist für einen Bourbon eine richtig gute Zahl. Buffalo Trace kennt ihr eben halt aus den Buffalo Trace Abfüllungen, aber auch aus den Blantons Abfüllungen, die für meinen Geschmack ziemlich gut sind. Ich bin kein Bourbon-Fan, darum hat es eben halt auch fast 400 Verkostungen gedauert, bis ich euch hier tatsächlich einen Bourbon vorstelle. Ich kenne den schon beim Whisky-Treffen vor 2-3 Jahren bei Christian the Malthead. War das tatsächlich mein Tagessieger, ne, weil er mich so überrascht hat. Und überrascht deshalb, weil er diese für mich unangenehme Acetonnote gar nicht hat. Bourbons sind immer ungefärbt, der wird aber kühl filtriert sein. Amerikaner, wisst ihr, na, an der Grenze zum Barbarentum mit Eis im Whisky. Aber wie gesagt, die Farbe, das ist schon wirklich ein dunkler, schöner Bernsteinton. Und wie ich eingangs schon sagte, das, was mich bei diesen Bourbon so besonders fasziniert, ist, dass diese Acetonnote verschwunden ist. Ja, gar nicht präsent. Und das ist für mich immer so sehr unangenehm. Das, was in der Nase sofort kommt, ist eine schwere, intensive Süße, die Vanille, Karamell. Ja, und das war's. Also jetzt eine direkte Fruchtigkeit, ist hier nicht zu verspüren, sondern wirklich eine schwere, intensive Vanille mit einer unglaublichen Karamellnote. Die aber jetzt nicht widerlich süß ist oder sowas, ne? Sirupmäßig auf keinen Fall, sondern ja, also wirklich tatsächlich so Karamellbonbon. Ne? Schwer, intensiv, klebrig süß in der Nase, schwer. Ich wiederhole mich, ich weiß. Angenehm ist vielleicht so ein Vertreter, wo man denn erahnen kann, warum Bourbon durchaus Liebhaber hat. Mich würde er jetzt nicht zum Bourbon bekehren, auf keinen Fall, ich bleibe bei Scotch. Aber, wie gesagt, damals schon bei Christian und dann irgendwann habe ich mir den jetzt auch gekauft. Das war immer so eine Flasche für mich, die ich ja, so als Auffüllung haben wollte. Wenn ich bestellt habe, es hat was gefehlt, um versandkostenfrei geliefert zu bekommen, war das immer so eine Flasche, wo ich gesagt habe, jo, die kannst du dir dann bestellen. Und irgendwann habe ich es gemacht. War auch neugierig gewesen den Abend, habe sie gleich aufgerissen und dann 2-3 Trams am Abend genommen. Und ja, wie gesagt, bekehren tut er mich nicht, aber er zeigt auf eine sehr schönen Ebene, warum Bourbon durchaus bei den einen oder anderen beliebt ist. So, kommen wir zur Verkostung. Die 45 Volumenprozent, super eingebunden, nichts Störendes. Eine leichte Pfeffrigkeit an der Zungenspitze. Neben der Vanille und dem Karamell eine starke Würzigkeit. Wahrscheinlich durch den Roggenanteil, der, ich glaube, mit diesem Eagle Rare, ohne es jetzt genau wissen zu können, gar nicht mal so gering ist.
Ja, also süß, würzig, kräftig. Die 10 Jahre, auch wenn es eben halt frische amerikanische Eiche ist, machen sich bemerkbar. Die eingangs beschriebene Süße, Karamell, Vanille, wird im Abgang abgelöst durch solche leichte Eichenbitterkeit. Die, na, Kakao ist es noch nicht, aber eher so Kaffee-Espresso. Aber zart, ne? Nicht unangenehm. Und immer mit so einer Würze verbunden. Er ist gut. Er ist wirklich, wirklich gut. In der Nase wirkt er süßer als am Gaumen. Am Gaumen gar nicht mal so süß. Da überwiegt diese Würzigkeit, die ich in der Nase nicht habe. Und damit rennt er bei mir natürlich offene Türen ein. Ja, so eine leichte süße Würzigkeit. Klasse. Kauflich zu erwerben ist er für den Preis so zwischen 35 und 38 Euro. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Also ich spreche für diesen Whisky, für diesen Bourbon eine klare Kaufempfehlung aus. Wenn man sich mal mit Bourbon auseinandersetzen möchte. Wenn man mal einfach mal in seiner Bar einen Bourbon zu stehen haben will, der schmeckt. Und 10 Jahre ist schon ein ordentliches Alter. Ne? Die Flasche macht auch optisch was her, die wird ohne Umverpackung geliefert. Dicker, schwerer Glasboden, wiegt ordentlich was. Vorne hier dieser schöne Offset-Druck. Ne? Der Amerikaner ist halt patriotisch und darf es sein. Informationen stehen hinten ein paar drauf, aber letzten Endes braucht man sie nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein Bourbon, den ich tatsächlich empfehlen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Die es noch nicht getan haben, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ansonsten sehe ich euch wieder, wahrscheinlich hier in Slavendorf, wenn ich euch eine neue Flasche vorstelle. Euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao!